Meine Freunde, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Heute ist der Tag, an dem wir nicht mit ihm spielen und auch nicht mit ihm und surprise, surprise, auch nicht mit ihm. Nein, wir spielen heute mit einem Land, was absolut gar keiner mag, aber es ist relativ cool, weil es echt lang ist und mit langen Sachen kenne ich mich ja bekanntlich aus. Wir spielen heute mit Chile. A bis Z, ne? Könnt ihr euch bestimmt schon denken. Und ich habe mir gedacht, Chile ist ja generell ein Land, wo viele immer gesagt haben, auch früher schon auf meinem anderen Kanal, mach mal diese Küsten-Challenge. Ich habe mir gedacht, okay, nutzen wir diese beschissene Zeit und versuchen einfach mal alle Küsten der Erde zu erobern. Also die hier und die hier und... Also, na, ich werde es eh nicht machen, weil ich gar keinen Bock drauf habe. Aber wir gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht kriegen wir auch einfach auf die Fresse so nach 5 Sekunden kaputt. Jedenfalls habe ich dafür auch wieder ein paar Mod installiert. Unter anderem auch A Road to 56. Da werde ich jetzt nicht nochmal sagen, was das für eine Mod ist und was die macht. Ansonsten noch sowas wie, dass wir Gebiete cornen können. Wir dürfen hier nur Küsten erobern. Das bedeutet Gebiete, die keinen Küstenzugang haben. Also sowas hier zum Beispiel, das hat keinen Küsten... Das ist rein theoretisch ein Küstengebiet. Aber alles, was keinen Küstenzugang hat, das dürfen wir nicht erobern. Wir dürfen wirklich nur Gebiete erobern, die direkt an der Küste liegen. Das auch. Das liegt auch an der Küste. Das ist wichtig. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz schnell bedanken. Ich wollte ja dieses Jahr die 5000 schaffen. Meine Güte, wir haben schon über 5300. Ihr habt da wirklich alle Limits gesprengt. Großes Dankeschön da an die Stelle. Jetzt sogar hier mit dem, was ich meine. Hier 5310 haben wir schon. Mir ist übrigens jetzt leider nach der Aufnahme aufgefallen, dass das ganze Bild ein bisschen hineingezoomt ist. Ich meine, ihr seht alles, was interessant ist. Deswegen nehme ich die 12 Stunden jetzt nicht neu auf. Das liegt einfach an meiner krabbigen Unfähigkeit, Videos aufzunehmen. Ich glaube, es ist eigentlich nicht nur blöd, sondern auch dumm. Hoffe, ihr euch gefällt das Video trotzdem, weder zu blöd Bildschirm aufzunehmen. Aber jedenfalls Ziel für dieses, nächstes Jahr sind übrigens 25.000. Und wenn wir das schaffen, dann mache ich eine Mega-Campaign von allen Spielen, die Paradox so rausgebracht hat. Quasi beginnend bei Imperatorome, Crusader Kings, Europa Universalis, Hearts of Iron 4, Stellaris, Victoria, alles. Aber erstmal schauen wir mal, was dieses Land für einen Fokusbaum hat. Und ich denke mal, wir haben auch keine großen anderen Möglichkeiten, als den rechten Weg zu gehen. Back the Nazistas, das ist schön, weil Nazis und Nazistas klingt fast gleich. Quasi so, als ob wir Deutschland spielen würden. Das chilenische Deutschland. Aber wir haben hauptsächlich erstmal 4 Forschungsslots, das ist erstmal ganz toll. Mit 4 Forschungsslots kann man schon arbeiten. Und natürlich wie immer auch Electronic Mechanical Engineering. Und bin ich sehr gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Hoffe nur, wir bleibt uns dieser nervige Bürgerkrieg erspart, der über 30 Jahre dann läuft. Und wir brauchen natürlich die größte Flotte in der Geschichte der Menschheit. Am besten fangen wir direkt mal an und bauen hier so schwere Schiffe. Was gab es eigentlich bei euch so zu Weihnachten? Hattet ihr Weihnachten? Hattet ihr keinen Weihnachten? Was habt ihr zu Weihnachten geschenkt bekommen? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Und an der Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Kanalmitglieder, auch an die einigen Neuen, die beigetreten sind die letzten Tage. Bin immer sehr erfreut, wenn mir Leute dabei helfen, meine Stromrechnung zu bezahlen. Vielleicht kann ich sogar irgendwann meine Miete bezahlen und muss nicht mehr unter einer Brücke leben. Hab so einen kleinen Handheld-PC immer dabei. Internet sauge ich mir aus der Nachbarschaft kostenlos. Dramatisches Leben, ich sag's euch. So, ihr könnt auf alle Fälle auch hier wieder United Hispanic America gründen. Ich weiß nicht, ob das geht, weil wir nicht alle Gebiete halten dürfen, die wir dafür bräuchten. Müssen wir mal gucken. Ah, okay, wir müssen jetzt erstmal Faschismus pushen, wie wir hier sehen. Nazista Uprising kommt in 3 Jahren. Dauert mir viel zu lange, wir müssen viel schneller faschistisch werden. Warum kann ich jetzt hier nicht weitermachen, weil wir nicht genug Support haben? Na toll. Super, hat mir für den einzigen Fokus entschieden, wo ich mir wieder einen Arsch kratzen kann, 10 Jahre lang. Also erstmal Wirtschaft verbessern. Übrigens, dadurch, dass wir jetzt scheinbar Nazista-Dings gemacht haben, ist der Bürgerkrieg auch weg. Also wir müssen uns doch keine Gedanken mehr um den Bürgerkrieg machen. Quasi, wenn man nicht den Faschi-Weg wählt, kommt dann quasi ein Bürgerkrieg. Oder wie mein Cutter immer gerne sagt, Bürgerkrieg. Weil ich ja angeblich immer Bürgerkrieg sage. Deswegen gibt es auch dieses Bürgerkrieg-Bild. Ich sage aber immer Bürgerkrieg. Üble Nachrede hier, was du mir unterstellt. Alle anderen Länder übrigens machen wir zu unseren Untertanen. Also alles, was nicht Küste ist, wird zu unseren Vasallen gemacht. Wird bestimmt super funktionieren. Haben übrigens eine Core-Bevölkerung von unfassbaren 4 Millionen. Scheiße. Kann ich ja gleich mit einer Rentnergang versuchen, die Welt zu erobern. Kommt das gleiche raus. Ah, ein deutscher Bürgerkrieg mal wieder. Die Deutschen lieben ihre Bürgerkriege in Road to 56. Dürfte es übrigens ganz schnell gehen mit dem Faschismus. Wir haben nämlich 0,12 Zuwachs pro Tag. Ah, dann gibt es erst noch 2 Militärfabriken. Ich glaube, die machen wir als erstes, auch wenn wir eigentlich schon hier weitermachen könnten. Aber in dem Fall bevorzuge ich doch unsere militärische Aufrüstung. Ohne Waffen kannst du nämlich nicht kämpfen. Erstmal Waffen erforschen. Aktuell kämpfen wir noch mit irgendwas aus dem Ersten Weltkrieg. Weil ich nicht mal weiß, ob die überhaupt im Ersten Weltkrieg mitgekämpft haben, um ehrlich zu sein. Okay, rumänischer Bürgerkrieg ist auch eine Sache, die nur einmal in 100 Jahren vorkommt. Noch mehr Militärfabriken. Digga. Also 6 Militärfabriken bei Fokusbäumen ist relativ selten. Da haben wir echt schon ein bisschen Glück hier. Vor allem, da wir gute Eisenvorräte haben, haben wir auch eine ganz gute Produktion danach, ja? Und übrigens nur 4 Militärfabriken, jetzt gibt es nur noch Zivilfabriken. Aber trotzdem, die sind auch nice. Achso, dafür müssen wir erst die... das geht ja noch gar nicht. Dann machen wir Infanteriefokus. Infanterie wird das sein, was wir am meisten nutzen werden die nächsten Jahre. So, und jetzt sollten wir faschistisch werden können. Oh, geile Flagge, Alter. Ja, die sieht wieder cool aus. Mag das immer, wenn irgendwas in der Mitte drin ist. Dann können wir jetzt auch El Jeffe hier unterstützen oder an die Macht bringen oder was auch immer. Brauche übrigens Züge. Ich habe noch nicht mehr erforscht, was Züge sein sollen.
Hey, Österreich ist dem Pakt von Rom beigetreten, das ist sehr interessant. De facto sehr schlecht für Deutschland. mal gucken, wie sich das da weiterentwickelt. Generell Europa relativ komedisch aktuell. Eine kleine funny Show, die sie da abziehen mit ihren ganzen Bündnissen, Nationen und Bürgerkriegen. Wir ballern erstmal unser Land nach oben allerdings, das ist aktuell richtig am Arsch noch. Findest du auch interessant, dass wir nicht wissen, was Züge sind, aber wir haben halt die Hälfte der Schiffe freigeschaltet, die es gibt. Anti-Air wird wahrscheinlich auch nicht so schlecht sein. Ja, ihr könnt die Deutschen einladen. Oh, nördliche Expansion, hallo. Ja, Expansion klingt erstmal sehr gut. Bin zwar eher friedlicher Spieler, der jetzt auch gerne mal Züge freischaltet. Oh, das hat sich automatisch auf 2,5%. Aha, vorhin war es nämlich Volunteer-Only, oder? Oder täusche ich mich jetzt mit einfach nur dumm? Naja, wir nehmen erstmal Infanterie-Experten rein, solange ich keine Antwort auf diese Fragen habe, ohne mir das Video selber nochmal anzuschauen nachher. Könnte Bolivien aber leider auch nur zu unserem Vasallen machen, wir können da nichts erobern. Die sind aber nicht allzu stark, da sind wir deutlich stärker. Berühmte letzte Worte eines jeden Generals. Oder einiger. Argentinien können wir auch gleich den Krieg erklären. Ich als friedlicher Spieler bin natürlich immer sehr daran interessiert, Gebiete zu erobern. Okay, let's see. Let's see. Ah, die haben gar keinen Truppen an der Grenze. Idioten. Trottel, ey. Die hätten doch einfach direkt sich ergeben können. Hätten wir uns den Krieg sparen können. Ja, wir haben nicht genug Leute. Division Speed plus 10%. Digga, ist voll stark. Bolivien wehrt sich jetzt doch noch ein bisschen, aber es wird nicht reichen. So, jetzt machen wir hier Puppet, wählen alles aus, weil es ist ja leider keine Küstenregion. Und haben hier unseren ersten Vasallen. Digga, die Deutschen haben denen einfach Truppen geschickt. Arschgeigen. Zum Glück habe ich rechtzeitig gewonnen, ist erst uns in die Hose gegangen. Erstmal gucken, dass wir unsere Division ein bisschen besser bekommen. Habe ich zumindest schon ein bisschen Support und ein bisschen Artillerie mit reingesteckt. Gibt uns schon deutlich mehr Soft Attack jetzt. Sheesh, was ist denn da los? Die Deutschen haben einfach Frankreich den Krieg erklärt. Und auch automatisch Polen. Ah, die sind verbündet mit... Oh Gott, jetzt geht's aber richtig ab, weil die Franzosen waren in Kommentaren drin, ne? Eieieiei. Können jetzt dem deutschen Empire beitreten, aber die Frage ist, will ich das überhaupt? Gerade nicht, glaube ich. Okay, Dänemark hat Island den Krieg erklärt. Das habe ich auch noch nicht gesehen bis jetzt. Auch interessant. Werden die jetzt dann dem Deutschen Reich beitreten oder wie schaut's da aus? Könnte übrigens Argentinien, glaube ich, fast komplett überrennen in den wenigen Minuten, weil wir haben nicht Angriffspakt mit denen. Aber wir haben automatischen Kriegsgrund. Ich weiß nicht, ob das... Ich meine, die sind stärker als wir aktuell noch, aber ich arbeite dran. Wenn wir denen aber direkt innerhalb von den ersten Minuten die komplette Karte klauen können, dann hätten wir doch einen deutlichen Vorteil, glaube ich. So, das kann jetzt komplett schief gehen oder es kann gut gehen. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Also grundsätzlich, die Voraussetzungen sind für uns, glaube ich, erstmal deutlich besser. Wir werden nicht deutlich mehr verblicken. Und wir haben jetzt den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Und sind die mit dabei? Jetzt auf alle Fälle. Naja, schauen wir mal. Sogar eine argentinische Division überrannt, die noch eine Kaserne gepennt hat. Selber schuld. Wer zu lang schläft, stirbt zuerst. Der Norden ist komplett unverteidigt. Der Süden ist gut verteidigt, aber das wird ihnen jetzt nichts bringen. So, die hier unten haben auch allein gekesselt. Verluste 6.000 zu 26.000, Manpower mal um die 70.000 mehr. So, und durch den Tod dieser Division hier auf 70.000 angewachsen. Sehr schön. Noch die gesamte Manpower Argentiniens ist fast eingebrochen. Okay, Großbritannien hat Irland den Krieg erklärt. Das wird immer interessanter hier. Die Briten sind jetzt den Deutschen... Okay, Britannien ist Deutschland beigetreten. Ich liebe es mal wieder, eine total chaotische Kampagne hier. Argentinien haben sie jetzt auf einen letzten Verteidigungsring zurückgezogen. Ich habe keine politische Macht mehr und keine Manpower, aber ich denke, wir sollten den Krieg gewinnen. So, und jetzt geht es eben darum, wir holen uns die Gebiete mit Küste. Das ist eigentlich auch noch mit Küste hier, weil hier ist ein bisschen Küste. Ich sag, das ist Küste hier. Und die restlichen Gebiete machen wir zum Puppet. So, und damit haben wir den nächsten Schritt unserer Küsten-Challenge gemacht. Cool, nach 100 Jahren hat es mal geklappt mit diesem Draft-Dodging. Und wir können jetzt, oder wir versuchen jetzt einfach mal, Peru zu erobern. Stärkeverhältnisse sind relativ klar geregelt, wie wir hier sehen. Aber trotz allem, wenn sie sich hier gut verteidigen, wäre es eventuell trotzdem ein Problem, aber können sie glücklicherweise nicht. Der Krieg hier wird übrigens ein All or Nothing, kann ich euch sagen. Der Gewinner dieses Krieges hier wird wahrscheinlich auch die stärkste Fraktion im Spiel. Und Frankreich kollabiert schon mal. Also Peru war jetzt keine große Challenge. Die zwei Gebiete bekommen wir für uns. Die gehen an Peru. Dann machen wir jetzt hier mal Pan-Nationalismus. Können wir auch gleich Fraktionen gründen, was ja auch nicht schlecht ist. Okay, Frankreich hat kollabiert. Nicht so toll. Mag es nicht, wenn die Achse zu stark ist. Aber es liegt hier glücklicherweise kein, dass ich hier die ganze Zeit diese ganzen Länder angreife neben mir. Ja, Uruguay war jetzt nicht allzu groß und da es komplett Küste ist, kann ich mir da gleich alles holen. Schau mal, diese Provinz ist Pampa. Ob daher wahrscheinlich auch die Bezeichnung in der Pampa leben kommt? keine Ahnung, kann es sein. Gibt doch lauter Experten hier unter euch. Auch an der Zeit, unsere eigene Fraktion zu gründen, die Küsten-Only-Fraktion. Ist sie nicht schön. Dabei haben wir gar keine Küste-Only. Also ich selber schon, aber die anderen natürlich nicht.
China ist den Central Powers beigetreten, okay. Habe ich auch so lange nicht mehr gesehen. Es kommt aber manchmal vor, muss man sagen. Okay. Okay, was ist denn die Chinesen los, Alter? Was ist denn das für ein Central Powers Bündnis? Viel zu groß für meinen Geschmack. Viel zu groß und viel zu stark. Begnüge ich mich erstmal so lange mit Kolumbien. Kann Guatemala ins Bündnis holen. Das Ding ist nur, die will ich für mich selber. Also kein Interesse. Hat gar nichts mit den anderen zu tun. Ja, United States sind dem Commonwealth beigetreten. Ja gut. War jetzt natürlich nicht so toll. Kann ich jetzt erstmal gucken, dass wir uns irgendwie verteidigen wahrscheinlich. Kommen die mit Naval Invasions natürlich angeschissen, die Amerikaner. Ja, das war mir schon vorher klar. Immer das Gleiche. United Mexican States sind auch schon da. Denen die Amis ja den armen Mexikaner einfach in den Rücken gefallen sind. Schauen wir erstmal, dass wir Panama erobern und den Panama-Kanal unter unsere Kontrolle bringen. Damit können wir auf alle Fälle schon mal groß die Truppenbewegung hier der Amis einschränken. Und auch der anderen Nation dieses nervigen Bündnisses. Mir kommt gerade, ich habe das wieder voll vergessen. Road to 56 gibt hier gar nicht die 5% extra rekrutierbare Bevölkerung. Die ist ja ganz rechts. Das heißt, ich muss switchen. Ah, ich bin so blöd manchmal. Die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie die extra Manpower hier bekommen würde. Kriege ich hier gar nicht. Japan ist jetzt auch diesem hässlichen Commonwealth beigetreten. Macht es alles in einem nicht besser. Das ist eines der stärksten Bündnisse, was... Weil so viel sind das gar nicht. Hä? Kommen die mir denn da so viel vor? Die Amis haben fast gar keine Division. Kanada auch nicht. Ach, egal, komm. Wir laden Guatemala mit in die Fraktion ein. Am Ende des Tages gehören die auch zu einer Küste und damit auch zu uns. Alles, was mit uns kämpft, kämpft nicht gegen uns. Rekrutierbare Bevölkerung 1,5% und 3% sind 4,5%. Das war aber auch schon mal stärker hier, ne? Gibt es keine 5% mehr? Naja, egal. Besser als nichts. Meine einzigen Verbündeten sind leider auch von uns gegangen. Also wir haben schon über 200.000 Mann verloren. Auf der Gegenseite haben wir auch schon 1 Million Mann fast getötet. Also nicht wir alleine, aber Moskau ist gefallen. Scheiße. Oh shit. Ich meine, gut, wir sind nicht mit den Deutschen im Krieg. Das ist erstmal ganz gut, aber trotzdem scheiße. In der Zwischenzeit haben wir auch Luftüberlegenheit aufgebaut. Und nutzen die jetzt hoffentlich, um hier eine Gegenoffensive zu starten, Richtung USA. Und trotzdem dürfen wir natürlich nicht unsere eigentliche Aufgabe vergessen. Deswegen müssen wir jetzt auch nochmal Venezuela den Krieg erklären. Und danach wird wahrscheinlich noch Brasilien dran glauben, dass wir zuerst mal ganz Südamerika im Besitz haben. Ah, oder Brasilien erklärt mir den Krieg. Natürlich auch eine Möglichkeit. Das sind mal Arschlöcher. Muss ich jetzt kurz meine Küstengänge umformieren, dass die sich auch mit um Brasilien kümmern. Das wird jetzt interessant. Das könnte unsere Niederlage bedeuten. Ganz casual. Dass sie sich einfach weigern, uns zu helfen, ist sehr billig. Ich dachte, meine eigenen Untergebenen würden mir vielleicht helfen, aber nö. Na, jetzt sind alle mit dem Krieg drin. In Costa Rica ist übrigens auch schon gefallen. Wir boxen uns weiter nach Nicaragua vor. In Brasilien übrigens enorm schwach, muss man sagen. Nur 10, 11, 12 Divisionen, viel zu wenig. Aber auch die Russen surrendern gleich. Und das war's mit den Russen und den Franzosen. Vielleicht bricht hier noch ein Krieg aus zwischen Central Powers und Commonwealth. Aber Brasilien hat es versucht. Hat aber nicht sein sollen, glaube ich. Hör, sogar Deutsche und Japaner jetzt gegen mich kämpfen? Sehe ich das jetzt gerade richtig? Sehe ich das jetzt gerade korrekt? Nee, oder? Warte mal. Nö. Japan? Ja, Deutschland? Nein, aber Deutschland unterstützt scheinbar mit irgendwelchen Divisionen. Aber Ungarn unterstützt mich auf der anderen Seite. Deutschland hat dem Irak den Krieg erklärt. Und Irak ist Benelux beigetreten. Das ist jetzt sehr interessant. Weil das Bündnis würde ich jetzt nicht unbedingt als nützlich betrachten. Oh, sterben da 4 Divisionen. 16 Japaner. Oh, das wird so richtig wehtun für die Japaner. Vor allem, wir haben ja auch noch komplette Luftüberlegenheit. Kommt davon, wenn man sich mit uns anlegt. So, die japanischen Verluste durch uns betragen jetzt 130.000. Das waren nur die Truppen, die wir getötet haben. Ja, Brasilien hat sich echt gut gewehrt. Meine Verluste, ich bin übrigens kein Major, aber meine Verluste betragen gegen Brasilien auch schon 86.000. Aber kriegen auch direkt die Friedenswarnung. Können uns da direkt die ganzen Küstengebiete holen, die wir auch gleich wieder koren können. Das ist auch Küste übrigens. Sorry, komm, nein, nicht das komplette Land hier. Und ein paar Provinzen machen wir noch zum Puppet. Jetzt können wir uns jedenfalls einzig und allein auf den Norden blicken und uns um diese ganzen hässlichen Nationen kümmern, die da rumgammeln. Italien übrigens richtig am Ausrasten. Mit Spanien, Griechenland und Andorra den Krieg erklärt. Gucken, ob die in der Fraktion beitreten oder nicht. Ich denke fast schon nicht. Oh, jetzt Schweiz auch noch. Die Italiener sind richtig am Ausrasten. Bestimmt Kollege Mussolini wieder, oder? Nee, wer ist denn das? Ah, der Emanuele. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Italien hat auch noch Rumänien den Krieg erklärt. Oh Mann, ey. Italiener fliegen gleich aus ihrem Bündnis raus, wenn die so weitermachen. Also wir haben jetzt hier irgend so ein neues Bündnis. Dieses russische Coven-Dings-Bums. Indien, Griechenland, Finnland und ein paar Überreste da oben. Würde ich jetzt nicht als wirklich starkes Bündnis bezeichnen. Also die Amis haben echt gut Truppen nachgeballert jetzt in der Zwischenzeit. Aber derzeit sehe ich hier vor allem japanische Truppen an unserer Front kämpfen. So, Mexiko ist schon weg. Ich denke, da geht dann auch Ungarn und das römische Protokoll gleich baden, weil, ja, ne?
nicht die besten Voraussetzungen für den Sieg. Also an sich läuft es ja ganz gut, aber diese scheiß Naval Invasions der Japaner und so gehen mir richtig auf den Sack langsam. Aber die United States dürften relativ schnell hoffentlich fallen. Und Guatemala möchte unser Bündnis beitreten. Gerne doch. Vielleicht sollte mal einer den Amis sagen, dass sie gleich ihre Hauptstadt verlieren. Würden sie vielleicht auch für mir auf den Sack zu gehen. Mir geht nur langsam echt die Ausrüstung komplett aus. Kann mir nicht mehr leisten, Truppen zu rekrutieren. Übrigens, ich verstehe es bis heute nicht, warum von diesen ganzen Gauchos nicht mal irgendeiner ein paar Truppen spawnt. Geizigen Geister. Ein bisschen Unterstützung würde mir nicht schaden. Das sieht aber ganz gut aus hier. Verluste. Au, oh, eine Million Mann schon. Aua. Aber die United States haben schon 1,1 Millionen durch uns verloren. Wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich hier oben ein klar Schiff machen. Ansonsten werden die mir hier irgendwann mit der Naval Invasion richtig auf den Sack gehen. Das Beste daran ist, wenn die United States fallen, bekommen wir die kompletten Eisenvorräte. Können übrigens auch mal unser Support Equipment verbessern. Und mit den kompletten Eisenvorräten der United States kann ich hoffentlich ein bisschen besser agieren in Zukunft. Wir sind nämlich aktuell komplett abhängig von nicht-amerikanischen Ressourcenlieferungen. So, jetzt kommen wir nach Washington, Philadelphia, New York und Boston. Und damit ist hoffentlich dann irgendwann die USA Geschichte. Das Problem hier unten kostet mich nämlich zunehmend leider auch Soldaten. Die haben nicht schon wieder ein paar Divisionen verloren hier leider. Lewis Hamilton und Toronto haben wir das auch noch gleich. Während hier eine Naval Invasion nach der anderen kommt, die gehen mir so auf den Sack. Oh, Deutschland hat Australien den Krieg erklärt. Das bedeutet jetzt, dass auch die mit dem Commonwealth im Krieg liegen werden. Während Amerika nebenbei kapituliert hat. Ja, jetzt geht es auf alle Fälle richtig ab. Japan liegt jetzt nämlich auch im Krieg mit China unter anderem. Und die Chinesen sind in den Central Powers. So, Kongo möchte uns auch noch beitreten. Ja, natürlich gerne. Erstmal kurz meine Wirtschaft schließen, dass die mir nicht meine ganzen Ressourcen klauen. Ich schwör, Kuba hat einfach fette Ressourcen. Bleibt mir aber gar nichts anderes übrig, als sie auch mal anzugreifen. Lol. Lol, die Naval Invasion ist schon fertig. Ich denke mir die ganze Zeit, wo sind meine Truppen? Ach du Scheiße, das kannst du keinem mehr erzählen. Und ich habe mich doch gewundert, warum in Japan keine Häfen gibt. Scheiße. Okay, Türkei hat dem Briten den Krieg erklärt. Aber irgendwie den Briten auch beigetreten? Hä? Ach so, dem Commonwealth of Nations. Ach so, klar, ist was anderes. Ach Gott, bin ich blöd. Und warum ist jetzt Korea auf einmal in meinem Bündnis? Hä? Checkt schon wieder gar nichts mehr. Bulgarien macht wieder eine Weltmacht und ist in Istanbul einmarschiert. Ich denke auch mal, dass der Kollege Kasim Orbay wahrscheinlich nicht allzu gute Chancen haben wird gegen die gesamte Welt. Und ich frage mich gerade ernsthaft, wie ich da landen soll irgendwann mal. Ja, die Deutschen sind in Japan gelandet. Gefällt mir natürlich jetzt eher gar nicht, aber meine Truppen sind auch schon da. Das Race vor Tokio, weil das habe ich eh gleich gewonnen. Wichtigste war, den Hafen hier zu erobern. Ich hatte nämlich gar keinen Hafen. Tokio hat nämlich keinen Hafen aus irgendwelchen Gründen. Mir fast die Invasion verreckt. Ja, das war es dann auch mit Japan. Damit ist das gesamte Bündnis kollabiert. Das bedeutet für mich jetzt erstmal viel Arbeit. Ganz Mexiko hat ja eigentlich Küstengebiete mehr oder weniger. Naja, nicht ganz. Das ist ja auch Küste eigentlich, oder? Weil, komm, wir machen es mal ohne Küste. Wir machen mal, dass es keine Küste ist. Das ist hier so ein kleiner Riesensee. Aber das hier nehmen wir, aber das hier nehmen wir nicht. Auch gar keinen Bock auf dieses unnötige, nutzlose Land. Australien können wir eh nur Küste holen. Ne, eine Provinz gibt es noch, außer Küste. So, sieht ja erstmal ganz gut aus. Die Central Powers sind mir noch ein bisschen zu überlegen. Und ich besitze wirklich nur Küstengebiete. Das ist eigentlich auch ein großes Gebiet, auch nur Küste. Und das ist so hässlich. Hey, die Amis haben Menschen. Och man, och, da habe ich reingeschissen. Aber gut, soll ich es jetzt nicht aufhalten. Gibt Schlimmeres. Weiß bei gar nicht, wohin mit den ganzen Ressourcen. Na gut, so viel haben wir noch nicht, aber sieht schon hervorragend aus. Deutschland ist dem British Empire. Oh, das ist jetzt aber sehr interessant. Die haben sich irgendwie aufgelöst. Wir können jetzt Bulgarien ins Bündnis holen. Kuba ist auch direkt gefallen. Und auch China und Co. sind aus dem Bündnis raus. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich easy peasy lemon squeezy erstmal Italien angreifen. Oder Jugoslawien. Ich habe nie Anti- oder Anti-Tank produziert und habe einfach insgesamt fast 40.000 davon auf Lager. Falls Sie übrigens manche wundern, warum sich das Bündnis aufgelöst hat, das kommt manchmal einfach vor, wenn nach Kriegsende verschiedene Ideologien oder bestimmte Regierungen sich im Laufe eines Krieges geändert haben, wie jetzt zum Beispiel in Italien und Großbritannien oder sowas, dann brechen solche Bündnisse auseinander, wenn es keinen Krieg mehr gibt. Was ich persönlich sehr gut finde, macht es für mich deutlich einfacher. Und die Deutschen wollen uns den Krieg erklären. Okay, Österreich unterstützt Jugoslawien. Bin mal gespannt, ob das was bringt. Juch, Alter, Deutschland hat uns einfach den Krieg erklärt. Ah, diese hässlichen Chamäleons, Alter. Die Truppen waren noch gar nicht da. Ich hatte zwar mal welche hochgeschickt, aber zu spät scheinbar. Und auch die Chinesen
Digga, was ist das denn jetzt, Alter? Übelst der Verrat? Das wird jetzt interessant. Wir kommen an Portugal in unserer Fraktion. Und ich eröffne jetzt eine neue Front gegen Jugoslawien. Ich glaube, dass wir stark genug sind. Und Italien ist jetzt auch automatisch feindlich. Ich weiß noch nicht, warum. Ich muss gestehen, ich habe absolut keine Ahnung, weil die nicht im Bündnis sind und keinerlei Connections haben, aber irgendwas ist in dem Game eh schon wieder kaputt gegangen. Aktuell weigert sich Bulgarien im Krieg beizutreten. Das hilft uns hier aktuell ein bisschen, weil natürlich, na gut, der kleine Junge ist natürlich klar, dass der keinen Bock auf Krieg hat. Der spielt noch Krieg im Sandkasten. Muss übrigens Kongo loben mit ihren 30.000 Mann. Haben sie ja uns ein bisschen in Afrika geholfen. Feine Leute. Und so beginnt dann doch die Entscheidung. Irgendwann mal. Ah, italienischer Bürgerkrieg ist auch noch am Start. Ach, da unten. Cool. Okay, gut. Das hatte ich mir jetzt irgendwie dramatischer vorgestellt, irgendwie alles. Ich weiß auch gar nicht, warum Österreich überhaupt mit dabei war, aber gut. Tschüss, Deutschland. Britische Küstenverteidigung mal wieder on point. Aber gut, mit den paar Divisionen ist ja auch kein Wunder, dass sie nichts mehr verteidigen können. Ist es das Schwarze Meer hier Küste oder nicht? Ich meine, es ist ein Schwarzes Meer, also es ist schon Küste. Sonst würde es ja Schwarze See heißen. Und das Ding ist mir scheißegal. Das ist nämlich das Kaspische Meer, aber das gilt tatsächlich als See, soweit ich weiß. Deswegen lassen wir das mal so. Mir kommt gerade aus, wenn eine selten dämliche Scheiße das eigentlich ist, was ich hier gerade treibe. Hätte das Video vor der Stunde beenden sollen. So, ich habe jetzt irgendwie fast alles an Küste auf der Erde, was es gibt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich scheiße auf den Rest. Ich meine, es gibt hier keine Feinde mehr. War wirklich total unterhaltsam. Wir haben jetzt 5 Millionen Mann im Feld, eine Korbbevölkerung von 88 Millionen und Non-Core von 1 Milliarde. Relativ stabile Zahlen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Mir absolut nicht. Hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also die ersten 2 Minuten schon, aber danach nicht mehr. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, scheiß Challenge mache ich nicht nochmal. Wenn ihr trotzdem weiter dabei bleiben wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Das müsste dann WW1 mit dem Deutschen Kaiserreich sein, wo wir hoffentlich endlich mal uns für die Schmach des Ersten Weltkriegs rächen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.